öffentliches Bibliotheksnetz in Zusammenarbeit mit allen Playern, die im Bereich Lesefrühförderung natürlich eine wichtige Rolle spielen. Ich denke, das kann man nicht nur auf einen beschränken. Ich bin überzeugt davon, je früher man mit Frühförderung schon bei Kleinstkindern, schon bei Babys mit ein paar Monaten beginnt, umso später sind auch die Auswirkungen sichtbar. Ich glaube und bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir zwei Kinder im Alter von 6 Jahren nebeneinander stellen, dann kann man schon an der persönlichen Entwicklung, an der Sprachentwicklung, auch am Wortschatz feststellen, ob mit diesem Kind in frühen Jahren viel geredet wurde, viel Interaktion betrieben wurde, viel vorgelesen wurde, viel einfach auch gelesen wurde, Büchlein angeschaut wurden. Ich denke, das ist heute auch auf wissenschaftlichen Stand eindeutig, dass eine Lesefrühförderung wirklich sehr viel bringt. Da spielen natürlich verschiedene Player eine Rolle. Als allererstes natürlich das Elternhaus, das soziale Umfeld der Kinder, Großeltern, dann natürlich Kindergarten, Schule, Landeshauptmann hat es angesprochen, auch die Spielgruppen, auch die Kinderbetreuungseinrichtungen, wo überall Lesen und Vorlesen eine sehr wichtige Rolle spielt. Und zu einem ganz, ganz wesentlichen Teil auch das öffentliche Büchereiwesen. Und wir sind hier in Vorarlberg in der wirklich sehr angenehmen Situation, dass wir ein sehr breites öffentliches Büchereinetz haben, ein hervorragendes und sehr vielseitiges Büchereinetz, das zu einem großen Prozentsatz auch in den verschiedenen Kommunen auf Kinder- und Schülerliteratur auch ausgerichtet ist, teilweise mit Spielotheken dabei. Wir haben, die Zahlen sind beeindruckend, Sie haben es in Ihren Unterlagen, über 100 öffentliche Bibliotheken mit 883.000 Medien, sehr vielen Besuchern, 66.800 Besuchern pro Jahr und Entlehnungszahlen, die sich sehen lassen können, nämlich 2,1 Millionen Entlehnungen. Und was mindestens so wichtig ist, weil ich Bibliotheken und Büchereien auch immer als Orte der Kommunikation, des Zusammentreffens verstehe, wir haben 1.300 Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt, was wirklich in allen Regionen Vorarlbergs eine sehr beachtliche Zahl ist. Wir liegen damit in Vorarlberg österreichweit im Spitzenfeld. Es gibt in keinem anderen Bundesland, mit Ausnahme natürlich von Wien, wo es die großen Hauptbibliotheken gibt, so oft werden die Medien so oft umgesetzt wie bei uns in Vorarlberg. Ein paar Zahlen möchte ich trotzdem noch nennen, weil sie einfach auch mich selber beeindrucken. Wir haben jedes Büchereimedium wird bei uns 2,5 Mal entliehen. Österreichs Schnitt liegt bei 1,7 Mal. Pro Kopf haben wir in Vorarlberg 5,8 Entlehnungen. Der österreichische Schnitt liegt bei 2,4. Also wir sind mehr als doppelt so hoch bei den Entlehnungszahlen. Bei uns nutzen 18,4% der Bevölkerung das öffentliche Büchereiwesen. Im Vergleichswert sind es 10,6% im österreichweiten Schnitt. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man einen großen Pool an zum großen Teil ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, die sich für dieses Büchereinetz engagieren. Ich begrüße auch ganz herzlich Frau Dr. Ulrike Unterturner, die Vorsitzende des Bibliotheksverbands Vorarlberg und eine Reihe von Vertreterinnen der Bibliotheken. Und ich denke, das funktioniert wirklich nur, wenn da alles zusammenpasst. Wenn wir Hauptamtliche neben Nebenberuflichen mit einer großen Zahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern haben, dieses Engagement gilt es wirklich wertzuschätzen, weil nur so ist es auch möglich, dass wir flächendeckend wirklich so ein gutes Netz an Bibliotheken bei uns haben. Mit ein Grund, dass wir in Vorarlberg sehr gute Werte haben, wie Sie vorher gehört haben, mit den Lehnzahlen, mit Nutzung von Bibliotheken, ist sicher auch, dass wir als einziges Bundesland 2 Serviceeinrichtungen für die öffentlichen Bibliotheken haben, nämlich die Landesbüchereistelle im Amt der Vorarlberger Landesregierung und die Medienstelle der Diözese in Feldkirch, die beide sehr intensiv mit dem Bibliotheksverband Vorarlberg auch zusammen nutzen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel ist auch ein Geheimnis, warum es wirklich bei uns bei den Zahlen so gut genutzt ist und optimal ausgenutzt ist. Die Landesbüchereistelle hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Wie gesagt, alle anderen Bundesländer haben sie natürlich auch aus Spargründen abgeschafft. Wir haben sie im Gegensatz zu den anderen Bundesländern sogar noch aufbewertet. Wir haben eine neue Leiterin, die Frau Barbara Allgäuer-Wörter, die zuständig ist für die Landesbüchereistelle. Und ich halte es darum so wichtig, weil dort natürlich einerseits die fachliche Beratung für die Bibliotheken stattfinden kann, auf der anderen Seite eine gewisse Koordinationsfunktion auch sein kann. Und wir haben vom Land aus die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen.
Zusätzlich können natürlich Außenweiterbildungen für vor allem die ehrenamtlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare auch angeboten werden. Also ich denke, eine ganz, ganz wichtige Funktion.